Rentnerin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, um es gleich zu Beginn ganz deutlich zu sagen, die Verlängerung der epidemischen Lage wäre eine Fortführung der automatischen und undifferenzierten Grundrechtseingriffe der Bundesregierung. Und bei diesem Weiter-so zulasten der Bürgerrechte der Bevölkerung machen wir als FDP-Bundestagsfraktion nicht mit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, selbst Ihr Minister Jens Spahn hat im letzten Gesundheitsausschuss, das war Anfang August, hat er gesagt, dass eine Verlängerung der epidemischen Lage nicht geboten ist. Aha. Und Ihr Ausschussvorsitzender Erwin Rüttel hat sich ähnlich geäußert. Nochmal aha. Meine Damen und Herren, die Pandemie hat sich durch den Impffortschritt weitgehend positiv verändert. Und deswegen muss sich auch die Pandemiepolitik verändern, meine Damen und Herren. Weg von den pauschalen Maßnahmen und Eingriffen in die Bürgerrechte für alle. Und was kommt von der Bundesregierung? Ja, neben dem vorliegenden Antrag auf Fortbestehung der epidemischen Lage erreichte uns vor 3 Stunden eine Antragsänderung, in dem die Absicht bekundet wird, die Inzidenz jetzt nicht mehr zum zentralen Maßstab der Corona-Maßnahmen zu machen. Wohlgemerkt lediglich eine Absichtserklärung. Ich kann die Kollegin Baas sehr gut verstehen. Das reicht nicht aus. Und wir als FDP-Bundestagsfraktion fordern das bereits seit März diesen Jahres, meine Damen und Herren. Und das zeigt wieder einmal, es ist wie so oft bei den Maßnahmen der Bundesregierung zu spät und leider inhaltlich leer. Ich möchte hier auch noch mal ganz deutlich betonen, selbstverständlich ist die Pandemie nicht vorbei. Das behauptet doch auch überhaupt niemand. Das steht völlig außer Frage. Aber die Voraussetzung für die Feststellung einer epidemischen Lage ist nicht mehr gegeben. Denn eine drohende Überlastung des Gesundheitswesens liegt nicht vor. Von diesem Zustand sind wir dank des Impffortschritts, den bisher alle Redner positiv erwähnt haben, weit entfernt. Anfang Mai hatten wir leider noch 5.000 Menschen, die intensivmedizinisch behandelt werden mussten. Derzeit sind es 800 Menschen. Zudem sind die vulnerablen Gruppen, bei denen eben sehr häufig eine Behandlung im Krankenhaus notwendig ist, überwiegend durchgeimpft. Bei den über 60-Jährigen sind es 83%, in meinem Heimatland Schleswig-Holstein sogar über 87%. Übrigens, meine Damen und Herren, hat die Bundesregierung wiederholt ausgeführt, dass eine Rückkehr zur Normalität dann zu gewährleisten ist, wenn allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht wurde. Ja, was ist denn jetzt mit Ihrem Versprechen? Ich sehe davon nichts. Wir müssen endlich den Ausnahmezustand beenden, der die Regierung ermächtigt, am Parlament vorbei pauschale Maßnahmen zu erlassen. Wir müssen schnellstmöglich zu dem Zustand zurückkehren, den unsere Verfassung vorsieht. Und die lautet, die wesentlichen Entscheidungen gehören hier ins Parlament, meine Damen und Herren. Selbstverständlich muss sichergestellt sein, dass Rechtssicherheit für die betroffenen Akteure im Gesundheitswesen auch nach Beendigung der epidemischen Lage gewährleistet ist. Dazu ist die Bundesregierung in der Pflicht, Lösungen anzubieten, ohne dabei pauschal auf die Verlängerung der epidemischen Lage zu verweisen. Die Bundesregierung entzieht sich hier seit Monaten ihrer Verantwortung. Letzter Punkt. Ebenso hat die Bundesregierung es versäumt, eine umfassende Datenbasis für das gesamte Pandemiegeschehen zu erheben. Und das brauchen wir in Zukunft für eine genaue Gefahrenprognose, meine Damen und Herren. Entsprechende Vorschläge liegen vom Leibniz-Institut seit 2020 vor. Leider wurden sie von der Bundesregierung ignoriert. Im Ergebnis, ich komme zum Schluss, werden wir einer Verlängerung der epidemischen Lage selbstverständlich nicht zustimmen. Und unser eigener Antrag, der die hier genannte Kritik aufgreift und Planungs- und Rechtssicherheit bietet, für diesen Antrag bitten wir um Zustimmung. Vielen Dank. Jan Korte.